Immer wenn Jesus Geschichten erzählt, da waren da viele Leute. Die wollten hören, was er wohl so als nächstes erzählt. Viele Leute. Eines Tages ging er wieder hinunter an den See und das Volk folgte ihm. Deswegen heißt es Volk. Und er spricht zu den Menschen. Ja, wer ist jetzt Jesus? Wo ist denn Jesus hingegangen? Ah, hinunter zum See. Darf ich vorstellen, Jesus. Eine Flasche Mineralwasser. Das darf man nicht missverstehen. Jesus ist keine Flasche. Aber er hat mal gesagt, ich bin das Wasser des Lebens. Wer von mir trinkt, muss nimmermehr dürsten. Seit der Eiszeit unberührt. Eiszeit, Quinsand, Fresenius, 100% Recyclingmaterial. Sprudelnd. Und er spricht zu den Menschen. Hui, lebendiges Wasser. Und die Leute, oh, sie hören, was Jesus spricht. Oh, da möchte jeder was von abbekommen, von diesen Worten des Lebens. Ich höre gar nichts, ich höre gar nichts, ich höre gar nichts. Jetzt höre ich was. Dann waren da auch andere Leute, so wie der hier. Der ist da nicht so offen. Aber der ist ja da. Der will mal gucken. Und gucken ist gut. Dann sind da auch andere Leute, so wie der hier. Sprudelnd. Mhm. Erstmal danke. Denen schmeckt das nicht, was Jesus sagt. Und dann sind da auch andere Leute, so wie der hier. Levi, der Sohn von Alphaeus, so ein Zolleinnehmer. Mit dem will keiner was zu tun haben. Mit dem hatten sie alle schon zu tun. Zolleinnehmer. Soll er mal seinen Zoll einnehmen da drüben? Kann er mal alleine machen. Puh, Levi. Aber Jesus sieht den, diesen Zerknickten, diesen Typen vom Rande der Gesellschaft. Und er geht zu ihm und er spricht zu ihm, Levi, der kennt sogar den Namen. Levi, folge mir nach. Und Levi steht auf und folgt ihm nach. So einfach. Doch nicht einfach, doch so einfach. Und auch Levi hört, was Jesus spricht. Oh, Worte des Lebens. Da hat er so lange drauf gewartet, dass jemand so etwas zu ihm spricht. Das saugt er auf wie ein trockener Schwamm. Das braucht er jetzt wirklich. Die sind heilsam, die Worte. Und es geht sogar über mit ihm vor lauter Freude. Oh. Und er spricht zu Jesus. Jesus, bitte, komm in mein Haus. Tu mir den Gefallen. Kommst du zum Abendbrot gleich heute Abend? Du liebes Bisschen, Jesus kommt zum Abendbrot. Ah, sehr schön, da sind die Becherchen schon da. Da müssen wir ja den Tisch decken. So, für wie viele Leute muss ich denn eindecken? Levi, Jesus, schon mal 2. Plus 12, die Jünger, genau. Unsere Familie. Oh, wir wollen ja auch was essen. Genau, also. Levi, Jesus, die Jünger. Und dann die ganzen anderen Leute, die Jesus nachfolgen. Das werden jeden Tag mehr. Dann mache ich da hinten einen Stapel, dann machen wir Buffet. Und da sind da auch noch die anderen Leute, die Freunde vom Levi. Ja klar,
Levi lernt Jesus kennen, er macht eine gute Begegnung und er will auch, dass seine Freunde mal Jesus kennenlernen. Also der lädt er die auch ein, heute Abend zum Abendbrot, das passt, weil Jesus kommt auch. Aber was hat der für Freunde? Diese da, das waren nicht seine Freunde. Das sind auch so Typen wie er selbst, so Zerknickte vom Rande der Gesellschaft. Das ist zum Beispiel der hier. Uiuiui, was ist der schon zerknickt? Wer hat den schon durch die Gegend gekickt? Was hat der schon alles mitgemacht? Der hat auch seinen Freund mitgebracht. Ja, die tragen dasselbe Fußballtrikot. Das ist lustig, wenn die zusammen da sind. Das ist auch ein Freund vom Levi, der ist denen aber nicht grün. Na? Das ist ja Fußball, das ist Angeln Mittwochmorgen. Das hier, das ist einer Budweiser, wo kommt der her? Holland, Tschechien, man weiß es nicht ganz genau. Sind internationale Freunde. Das hier, das sind Freunde von Levis Frau. Ja, und wo setze ich den hin, damit er sich nicht langweilt? Einfach hier rüber, kann er wegfliegen. Was ist das für einer? Das ist ein Roter. Das ist auch ein Freund von Levi. Die sind alle da. Da hört es noch nicht auf. Der hat noch mehr Freunde. Hier. Der hat Husten. Guck mal, der hat einen Freund, der hat schon ein Bild geschickt aus dem Krankenhaus. So viel Husten hat er. Ach, die sind auch. Ach, wie schön. Da hat mal einer die Einladung bis zu Ende gelesen. Der hier, der hat gleich sein eigenes Besteck mit dabei. Aber der will das nicht. Der will nicht immer sein eigenes Besteck mit durch die Gegend schleppen. Der will auch einfach mal so kommen wie alle anderen, ohne dass er das immer mitnehmen muss. Der will da frei sein. Und er hat Geschichten gehört von Jesus, dass Jesus frei machen kann, sogar davon. Also kommt er da auch. Und das bringt er halt noch mal mit, weil noch gehört es zu ihm dazu. Und die hier, das sind die besten Partys in der ganzen Stadt. Ja, bei Levi, da waren die schon häufig zu Hause. Da wissen die, wo es rein und raus geht. Ja, da kennen die. Das ist er. Und der hier, der ist auch eingeladen. Der Ken, der ist auch eingeladen. Der hat auch seinen Freund mitgebracht. Die sind alle da. Was sind das alles für Leute? Das sind zum Beispiel, sind das solche Leute. Der war da. Und solche Leute, ist auch so ein Zolleinnehmer, der arbeitet jetzt bei der Bank. Und solche Leute hier, das ist Ruby, weiß nicht, ob man die noch kennt, von Berlusconi damals, die war nicht mal 18. Und wenn die da ist der auch nicht weit. Draußen mit seinem schicken neuen Auto, der passt ein bisschen auf, dass alles sicher ist. Und die hier, die ist mal nicht draußen vor der Tür auf Knien, die ist mal reingekommen, hat einen Sitzplatz gekriegt und was zu essen. Und der hier, der ist auch eingeladen. Und der hier, der hat sein ganzes Hab und Gut hat er mitgebracht. Die sind alle da. Und Jesus, wo ist der? Hinunter zum See. Mittendrin, bei diesen ganzen Leuten, als dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten sehen, dass Jesus hier mit diesen Leuten isst und trinkt, da sprechen sie zu den Jüngern, die vielleicht gerade draußen vor der Tür sind, eine rauchen. Sage mal, isst und trinkt er mit diesen Leuten? Warum tut er das wohl? Ist er vielleicht selber einer von diesen Leuten? Warum fragt ihr mich? Ich bin Fischer. Ihr könntet Jesus auch selbst fragen, er ist nicht weit. Klopf, klopf, wird euch aufgetan. Hat er gestern noch drüber geredet? Da könntet ihr sagen, hallo, wir sind's, die Pharisäer und Schriftgelehrten, wir hätten da mal eine theologische Frage. Als Jesus merkt, was da vor sich geht, spricht er. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Denn nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die, die zerbrechen.
gebrochenen Herzens sind. Das finde ich total gut. Jesus ist für die gekommen, die zerbrochenen Herzens sind. Wer ist denn nicht zerbrochenen Herzens? Irgendwie einmal. Da möchte ich sofort drauf anstoßen, einen Toast ausbringen, ein Hoch mit Mineralwasser. Aber manchmal denkt man ja, man gehört hier gar nicht dazu. Manchmal denkt man ja, man ist was Besseres. Manchmal schaut man auf andere Leute hinab. Dabei müssten wir doch auch froh sein, dass Jesus uns kennt, dass Jesus mit uns Gemeinschaft haben will, dass Jesus an unserem Tisch sitzen will. Wie leicht schaut man auf andere hinab. Und schaut mal, wo Jesus da ist. Mittendrin. Nicht hinunter zum See, hat sich nicht daneben gestellt, schwebt da oben nicht drüber. Der ist da mittendrin. Und der hat da gar keine Angst, dass man ihn irgendwie abfüllen könnte oder so. Nein, weil Jesus ist und bleibt die Quelle sprudelnden Wassers des Lebens. Von da sprudelt es immer nach. Und von dem dürfen wir alle trinken. Und wir dürfen sprudelnde Quelle des Lebens für andere Leute werden. Dankeschön.